Und herzlich willkommen zur Folge 11 von Sparks Challenge. Ja, beim letzten Mal sind wir auf einer neuen Insel gespawnt, beziehungsweise wo wir ein paar neue Blumen finden. Die wollte ich auch noch mitnehmen. Einfach nur so, dass wir ein bisschen Idylle haben. Und es ein bisschen besser aussieht. So. Jetzt haben wir, glaube ich, sämtliche Blumensorten und ein feindlicher Creeper hier. Jetzt geht kaputt, Creeper. Ach, die Uhr, die haut schon wieder ab, das blöde Mistding hier. So, wir haben uns wie gesagt beim letzten Mal hier versucht, hier ein bisschen auf der Insel ein bisschen umzutreiben. Hier sind Schafe, 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 Spinnen, Creeper, Spinnen, Creeper. Box. Box. Tot, tot, tot. Ich habe glaube ich nur noch ein Schwert mit. Das ist natürlich auch nicht das Wahre. Ich wollte eigentlich auch nicht hier auf so einer Insel landen. Gut. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern, dass das so passiert ist. Dann müssen wir halt beim nächsten Mal dann versuchen, schnell wieder zurückzukommen und irgendwo was anderes suchen. Denn mir geht es eigentlich nur darum, dass ich irgendwie ein Dungeon, ein Dschungel-Ding finde, ein Dschungeltempel oder ein Wüstentempel, dass ich das auch abhaken kann. Denn das ist jetzt das Survival-Leben sozusagen. Ah, guten Tag. So, du kannst auch mal einen Knochen droppen, genau. Denn wenn ich jetzt einen Wolf finde, kommt er natürlich mit. So. Vielleicht finden wir was. Hühnchen. Uninteressant. So, ich bin der Baumjumper, denn ich habe keine Lust, da unten irgendwelche feindlichen Buben zu finden. Und ich habe sozusagen eine größere Aussicht, wo ich vielleicht hingehen kann. Hätte natürlich auch was. Hi Creeper. Dankeschön. Also, Zombie. So, wo ist ein anderes Schwert? Da muss ich jetzt behutsam mit umgehen und sollte das jetzt kaputt, müssen wir, wie gesagt, zurück in die Heimatbasis. Hier wäre es natürlich auch schön gewesen zu bauen, aber man kann natürlich sich nicht aussuchen, wo man spawnt. Das ist natürlich ein bisschen bescheiden. Na komm schon. So. Düpp, düpp, düpp. Na, oh, oh, wo kommt ihr denn hier? Wo kommt ihr denn her? Schön wegbleiben. Natürlich kann es jetzt durchaus sein, wenn ich jetzt so weiter rumlaufe, vielleicht irgendwie einen Spawner finde, hast du nicht gesehen. Und das dann, wo Diamanten drin sind. Das könnte natürlich auch geil sein. Aber ich muss einfach mal. Nein. Ist noch so ein Jäger? Nein. Nur so eine alte Spinne hier. Spinnen brauchen wir, wie gesagt, Pfeil, ach, Bögen oder Angeln. Das soll mal eine Runde angeln gehen. Das machen wir, glaube ich, wenn wir auf dem Weg nach Hause sind. So, was haben wir jetzt hier? Scheint ein neues Biom zu sein. Und scheint auch voller nerviger zum. Hallo? Ich wollte euch nicht in Massen haben. Ich hasse das, wenn ihr so viele werdet. Ah, die fallen jetzt von überall runter. Boah, geh in die Luft. Verdammt. Wo kommt ihr denn immer her? Mist, 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 Mist. Ich kann gerade nicht hochgucken. Verdammt. Was ist das denn hier für ein Holz? Samen kann weg. Schwarzeichendunkelholz. Oh, das sieht gar nicht schlecht aus. Das sieht gar nicht schlecht aus. Aber wenn ich jetzt wüsste, was man hier so findet, wäre das natürlich auch eine geile Sache. Pilze. Jetzt wachsen die Pilze drin. Das ist auf jeden Fall ein Mod vom Binds of Plenty, wie gesagt. Wo man sowas findet. Pilzabdecher. Nice.
Nee, Zombies, ey, geht mir nicht auf den Keks. Fall da runter und lass mich in Ruhe. Was kann man denn hier wohl finden außer Pilz? Oh nein, Skelett. Oh nein, Villager-Zombie. Und auf offene drauf, glaube ich, da hinten. Lass mich vorbei, ich bin Arzt mit Kind. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So, Sumpf. Sumpf heißt meist Schleims oder sowas in der Nähe. Kann natürlich passieren, muss jetzt nicht. So, du willst mit mir Stress haben? Komm mal her. Mach dir keine Umstände. Verdammter Mist. Doch, er hat eine Enderperle gedroppt. Nice, das kommt hier weg. Schisspulver braucht kein Mensch. Aber Slimes bräuchte ich mal. Es wird auf jeden Fall hell. Es wird auf jeden Fall hell in der Sache. Aber, wenn wir jetzt schon Sumpf haben, könnten wir, wie gesagt, Slimes finden. Das wäre ja gar nicht mal eine schlechte Option, sowas zu finden. Oh, Spinnen. Lass mich in Ruhe. Gehen wir mal. Ach, wir gehen straight ahead durch. Und wenn die Spinne jetzt nicht nervt, kann sie auch uns verfolgen. Und ein Hexenhäuschen rechts auf der Seite. Das ist schon mal auch eine gute Herausforderung. Das könnten wir auch noch schaffen. Aber Slimes werden jetzt irgendwie ein bisschen besser. Vielleicht, vielleicht, aber auch nicht. Kann es passieren, dass wir jetzt noch einen finden. Ich sehe da immer so was Blaues durchschimmern. Seht ihr das da? Das kann jetzt aber auch eine Blume sein oder sowas. Ich glaube nicht, dass das ein Schleim ist. Oder kommt das durch das Wasser? Das ist eine Blume. Eieiei, jetzt bin ich hier extra hier hingeschwommen. Das ist doch nicht wahr. Habe ich die schon? Nein. Wir können das wegtun. Blaue Orchidee. Es wäre auch ein geiles Ziel geworden. Finde alle Pflanzenarten. Hätte natürlich noch mehr in Schwierigkeit gefordert. Das ist so wie versuchen, einen Dungeon zu finden oder sowas. Das ist natürlich auch eine krasse Sache, weil dafür muss man erstmal diese Biomes finden. Und mein Minecraft ist, glaube ich, gerade. Ne. Minecraft hat gerade nur geladen. Sonst ist nichts passiert. Hexenhäuschen. Was ist da immer noch drin? Ich weiß es gar nicht. Ist eigentlich eine Hexe immer bei oder so? Können wir nämlich noch reinschauen. Erstmal noch was fräten. 25 Level und ich kann nicht verzaubern. Das ist immer ärgerlich. So. Guten Tag. Ich bin von der GEMA. Ich wollte hier nur anklopfen und schauen, wie es Ihnen denn so geht. Wenn jemand ob anwesend im Hause ist. Ne. Hier ist ein Kessel, aber den brauchen wir nicht. Hexenhäuschen gefunden, auch geil. Über Blumen, Blumen, Blumen. So langsam könnten wir aber auch dann uns auf der nächsten Folge dann auf jeden Fall einen kompletten Rückweg gefasst machen. Beziehungsweise ihr könnt euch gefasst machen, denn mir ist es eigentlich relativ egal, wo ich denn hinlaufe. Schwarze Schafe, schwarze Schafe. Guten Tag. Mäh, mäht mal ein bisschen mehr rum hier. Aber euch brauche ich nicht, denn Schafe habe ich, glaube ich, in der Nähe bei mir gehabt. Genau hinter so einem Berg. Also ist eigentlich relativ egal. So. Aber hier wird es jetzt auch weniger. Das heißt, so langsam so schrägen Rückweg anziehen, damit wir nicht weiter irgendwo hinkommen. Sumpf ist meist irgendwo Ende. Genau wie Strände. Wenn die irgendwo aus Wasser hinauslaufen, dann müsste man erst wieder ein Stück weiterlaufen. So. Hühnchen, 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 Hühnchen. Guten Tag. Da fallen bei uns die Rollos schon zu, ziemlich laut. Oh, krass. Nein, 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 nein. Runter will ich nicht. Oder? Nee, ich will da nicht runter. Wisst ihr warum? Nämlich hier, mein Inventarplatz ist voll und das, ich kann das nicht so ablegen hier. Außer es wäre jetzt ein Minenschacht da zu finden. Mach mir eben die Möhrchen hier. Ne, da scheint aber nichts zu sein.
Sonst wäre ich da definitiv runtergegangen, hätte dann mir meine Sachen in eine Truhe reingeschnappt, ein bisschen Holz mit drin, dann wären wir runtergegangen, aber so wie es ist, ist es nix. Dann machen wir das mal hier weiter. Gehen wir noch ein bisschen schräg rüber. Ich weiß ja nicht, was man noch so finden kann hier. Vielleicht, wie gesagt, Hunde könnte man vielleicht finden. Ist aber auch nicht so die hundertprozentige Chance. Katzen nur im Dschungel. Das heißt, wir müssten vielleicht mal irgendwie andersrum noch einen Dschungel finden. Werden wir dann sehen. Lavasee. Oh, Lavasee. Ah, 10 Minuten haben wir schon. Na, was haben wir da vorne? Ist da wieder eine Schlucht? Jetzt, wo wenn da jetzt, wie gesagt, wenn jetzt ein Minenschacht drin wäre, ich würde da direkt runtergehen. Aus dem Grund nur, weil Minenschacht einfach. Nee, Bücher, manchmal findet man da gleich anschließend so ein Ender-Dungeon mit bei. Melonsamen sind öfters da drin als Vanilla Minecraft. Bonus sozusagen. Und wir können vielleicht Diamanten finden. Das ist natürlich auch eine super Option, aber finden wir leider nicht. Nein, Pferde! Oh, wie kommt man Pferde nochmal füttern? Braucht die dann Inventarplatz für? Oh nein, was tue ich denn weg hier? Spinnaugen brauche ich. Pfeile, mach Pfeile weg. Okay, ich weiß ja nicht, wie das geht. Hallo? Aber nicht so nah an Lava, oder? Sein Liebespferd. Sein Liebespferd. Ich weiß doch nicht, wie das geht. Kann mir das mal erklären hier? Ich hatte noch gar keinen Kopf. Dann nehmen wir auf jeden Fall Pferde. Nerv nicht. Das ist aber verdammt weit hier, oder? Ist da was? 1000 Blöcke entfernt. Über 1700 Blöcke entfernt. Okay. Das ist natürlich, ob das eine Option ist, ob wir da hingehen, weiß ich jetzt nicht. Ob sich das lohnt. Wir haben einen Punkt gesetzt. Die werden hoffentlich hier gespeichert, die Tiere. Weil das ziemlich weit ist. Das heißt, wir werden uns jetzt noch die restliche Zeit mal in diese Richtung noch begeben hier. Und vielleicht ist da noch was. Schweine sind da. Essen wird auch weniger. Wie gesagt, das wird auch noch knapp. So. So an die 13 Minuten und noch eine knappe Minute. Bisschen eine Minute. Und dann müssen wir natürlich auch wieder die Folge beenden. Und dann ist das erst die letzte für die Aufnahmefolge heute. Denn ich warte dann bis Freitag. Heute ist Mittwoch. Bis da rauskommt, ja, alles ist ungefähr Freitag. Nächste Woche, das heißt. Im Voraus nehmen wir sowieso auf. Der Grund liegt ja bei uns. Wir haben kaum Zeit. Und wir versuchen eigentlich allgemein dann immer irgendwie gemeinsame Termine zu finden. Hat aber dann für den Vorschlag von mir, ich nehme jetzt ein paar Parts alleine auf und dann kommen wir ungefähr in die gleiche Richtung. So, ich habe jetzt da Steine gesehen. Ich weiß jetzt nicht, bin ich da jetzt extra hingelaufen oder weil jetzt da irgendwas war. Nee, da stand ein Schafe drauf. Sah nach was aus, aber es ist es doch nicht geworden. Gut. Ist jetzt leider nichts mehr Passendes geworden. Da vorne ist noch ein Stückchen Strand, glaube ich, war das oder so. Nee, das ist mehr. Das ist ein bisschen mehr als, glaube ich, ein bisschen Strand. Hoffentlich. Würde mich nicht enttäuschen. Dann würde ich vielleicht ein bisschen Glück haben. Und wenn das jetzt ein bisschen mehr ist und die Folge dann zu Ende ist, dann kann sogar sein, dass wir die Folge dann in der nächsten Mal noch hier weiter durchführen. So, komm. Finde doch was. Aber ich glaube, das ist nicht mehr so der Fall, dass ich jetzt noch ein Glück habe. Oder wir haben so ein Glück und stehen jetzt gleich vor einer Pyramide und hab dann das Pech, dass es dann nicht rein kann. Weil ich die Folge dann beenden muss. Oh. Jetzt noch einem 27. Okay, hier scheint aber nicht mehr viel zu sein. So, eben schnell noch gucken, was das da hinten ist.
da noch hin. Und dann würde ich sagen, beende ich die Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Flash-Shooter-P und tschüssen!